Jo, Fokus an. Nochmal ein kleines spontanes Video, einfach zur Abschlussarbeit von diesem kleinen Matchbox-Autochen. Ich habe das jetzt zusammengesteckt. Die anderen drehen jetzt hier unten noch so kleine Schräubchen rein. Darauf habe ich jetzt vorerst erstmal verzichtet. Es hält auch irgendwie so, kommt einfach bloß so ins Regal und fertig. Vielleicht später mal. Ich bräuchte erst einen kleinen Gewindeschneider, Gewindebohrer. Kleine Schräubchen finden sich, das ist kein Problem. Jo, insgesamt hat dieses Dingelchen sehr viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt den Lack nochmal hier oben runtergeschrubbelt, wo er so verlaufen war, aber Apfelsinenhaut hat sich trotzdem gebildet. Vielleicht kann ja jemand mal eine Idee äußern, wie man das ein bisschen umgehen kann. Vielleicht hat der Arbeitsdruck nicht ganz gestimmt und kleine Dreckpuppelchen-Einschlüsse sind auch wieder drauf. Die könnte ich jetzt vielleicht abpolieren. Das ist auch noch so eine Möglichkeit, die mir schon jemand geraten hat. Aber ansonsten bin ich dann schon einfach mal zufrieden. Es hat sehr viel Spaß gemacht und die neuen Projekte laufen auch schon. Und das sind dann diese kleinen Wohnwagen, Wohnmobile, was weiß ich, oder Pferdeanhänger, die ich jetzt schon mal grundiert habe. Oder dieses Dingelchen hier. Die habe ich letztens grundiert. Gut, okay, ich habe es nicht gefilmt, was soll's. Ja, Grundierung fertig, was soll's. Ich denke mir mal, die mache ich in Knallrot. So habe ich früher mal Stift besessen. Und Wohnwagen etc. Silber wieder, wie er vorher war. Da orientiere ich mich aber bloß leicht an dem Vorbild Matchbox. Das ist dann egal. Fällt auch eine schöne andere Farbe, was sich halt so ergibt. No? Ja, ich muss mal so sagen, am mühsamsten die Farbe abzukratzen war bei diesem Pferdewagen, Anhänger, Transporter, wie auch immer. Das war wirklich mühsam. Mehrmals mit diesem Abbeizer. Das ist auch nicht mehr das, was es früher mal war. Jo, Freunde. No, wie gesagt, die Arbeit geht weiter. Das ist bloß mal so ein kleines Abschlussresümee zu diesem Dingelchen hier, der mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Ist auch ein schöner großer Maßstab, muss ich immer so dazu sagen. Das Dingelchen hat mir gefallen. Irgendwie rollt jetzt das Rad hier nicht so richtig auf diesem Tisch, auf diesem ranzigen Basteltisch. Geht doch ganz leicht. Jo. Jo, wie gesagt, das ist wirklich eine feines Hobby. Freunde, ne? Hier, innen drinne, zweifarbig. Ja, ne? Das war's eigentlich jetzt dazu. Das Dingelchen kommt so als Erinnerungsstück jetzt ins Regal. Und dann hat sie es damit. Wieder eine Sache fertig. Auf diesem ranzigen Basteltisch. Vielleicht die Lampen noch mal ein bisschen kenntlich machen. Keine Ahnung. Freunde, das sind so die Basteleien, die langsam vorangehen. Tschüss, Freunde.